Ich war hier einmal in Südamerika, ne, und habe mein Zelt einfach in Dornen gestellt. Ich wusste schon, dass da irgendwo Löcher drin sind, aber dass das so fett ist, wusste ich nicht. Aber wir wissen ja, Klebeband hilft bekanntlich gegen alles. Der Weg geht weiter, steinig und schwer. Und ich kann es gar nicht glauben, wie die ganze Lava da... Das ist wie im Film, das ist wie im Film, das sieht aus wie gemalt. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich hier gerade in Island aufgewacht und guckt euch mal bitte dieses wahnsinnig schöne Wetter an. Was weniger geil ist, ist mein Zelt komplett unordentlich. Ich werde den ganzen Krempel jetzt aber mal zusammenkratzen, um dann natürlich wieder weiterzufahren. So, Zelt ist jetzt langsam hier ausgeräumt, werde jetzt gleich den Krempel nochmal rausschmeißen und zusammenbauen. Wisst ihr, was super, super spannend ist hier in Island? Es gibt hier auf Island einfach keine Bäume, weil die Siedler damals die alle abgeholzt haben und zum Bauen genutzt haben. Und dennoch sind hier einige Baumstämme. Das liegt daran, dass von Syrien bzw. Russland die Bäume ins Meer getragen werden. Der Waldtiger, von dem die Bäume kommen, ist übrigens größer als ganz Europa. Und da kann man sich ja vorstellen, was für Massen an Bäumen in dem Meer landen und hier rüber geschwemmt werden. Warum das möglich ist, dass sie vorher nicht verrotten, sondern hier rüber geschwemmt werden, ist aus dem einzig schönen Grund, dass die Bäume einfrieren und dann hier rüber getragen werden und vorne an der Küste wieder auftauen und dann hier rüber getragen werden können. Weil das fragt man sich schon, wenn man hier keine Bäume sieht und dann plötzlich irgendwie überall Baumstämme rumliegen. Schon spannend. Zelt ist zusammengepackt. Mein Reisebegleiter, ich zeig mal seine Schuhe. Der ist hier mit seinem Auto dabei. Wir werden jetzt gleich nochmal, ja, wir wissen eigentlich auch noch nicht, vielleicht zu einem Wasserfall fahren und ja, einfach mal genießen. Mal sehen, wie lange uns das zu zweit weiter treibt. Ich finde das richtig schön, wenn man Leute auf der Reise kennenlernt, ticken gemeinsam, fährt sich wieder trennt. Ich finde sowas richtig toll. Also empfehlen, alleine reisen, man lernt viele Menschen kennen. Ja, werde mich jetzt auf mein Bike schwingen und let's go. Ich bin jetzt gerade ein Stückchen weiter mit dem Motorrad hier gefahren, ne? Und guckt euch das mal an. Hier in Island sind ja überall heiße Quellen und ich bin gerade hier ein bisschen abseits gelaufen und dachte mir, oh, mal schauen, was hier so abgeht. Und ist das hier nicht bitte der geilste Platz auf dem gesamten Planeten? Oh, ich werde jetzt meine Füße hier reinhalten, ein bisschen plätschern und die Aussicht genießen. So, auf Motorrad ging es gerade weiter. Das Bike steht hier vorne. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, zu kochen mit meinem guten Begleiter, der hier ein paar Tage mit mir mitreist. Ich bin jetzt offiziell erlaubt, seinen Kopf zu zeigen. Wir werden jetzt gemeinsam mal schauen, dass wir hier kochen. Ich habe meinen Kochtopf noch da. Gute Nachricht. Wir werden doch nichts kochen, sondern einfach Würstchen in Brot reinpacken und ein kühles Hotdog vernaschen. Mein Leben ist gerade schon so eine 10 von 10. Guckt euch das Hotdog an, Leute. Das ist einfach... Leben ist geil. Leben ist einfach geil. Es gibt hier auf Island einfach keine Bäume. So, Hotdog ist jetzt drin. Wir haben es gerade, ich weiß nicht wie kalt, aber auf jeden Fall deutlich unter 10 Grad. Es ist so eisig. Man sieht auch oben, oder sieht man das? Dass da Schnee auf den Bergen schon liegt. Sprich, im Hochland schneit es jetzt teilweise auch schon gerade nachts. Aber was macht das Wetter hier in Island? Heute habe ich noch nicht so viel gefilmt. Das liegt daran, dass ich komplett durchgefroren, 5 Stunden oder so auf meinem Bike saß. Aber der Gute hier, den ich ja kennengelernt habe, mit seinem Auto, hat tatsächlich eine Drohne dabei und sagt, ey du, willst du nicht einen Drohnenshot haben, wenn du hier rüber fährst über die Brücke? Und da sage ich ja nicht nein, weil ich selber keine Drohne mit habe, weil ich Platz spare, wo es nur geht und bin sau dankbar. So lassen wir jetzt den Abend hier abklingen. Drohnenaufnahmen sind erledigt. Ich freue mich richtig doll. Ich zeige euch schon mal, wie das hier ausschaut. Boah, ist es schön. Wahnsinn, Wahnsinn.
mein Zelt ist jetzt so gut wie aufgebaut. Hier, der gute, weiß ich nicht, hat gleich ein paar mehr Probleme. Ich war hier einmal in Südamerika, ne, und habe mein Zelt einfach in Dorn gestellt. Ich wusste schon, dass da irgendwo Löcher drin sind, aber dass das so fett ist, wusste ich nicht. Aber wir wissen ja, Klebeband hilft bekanntlich gegen alles. Wie damals, oh, vielleicht doch nicht. Wie damals bei meiner Suzuki Bandit. Wisst ihr noch, wo das einfach mein ganzes Bike mit dem Klebeband zusammengehalten ist? Das ging auch ein Jahr gut. Naja, weiß ich noch nicht, was ich von der Klebeband hier halten soll. Oh nein. Scheiße. Das habe ich mir cooler vorgestellt. Wo habe ich das denn jetzt abgerissen? Vielleicht soll ich auch kein Influencer sein. Das ist ein ganz unangenehmer Beruf. Warte, mach mal aus. Die Zelte stehen beide mittlerweile. Wir wollen noch mal gucken. Guck mal. So, geflickt die gute Stube. Und werden jetzt gemeinsam mal kochen. Hier, ja, war angesetzt, der Knoten ein bisschen weiter oben, aber jetzt ist das T-Shirt eigentlich auch wieder auf dem Boden. Top. Der Gute hat das Ganze hier fabriziert. Ich würde sagen, kochen wir mal, ne? Ja. Optimal. Ja, das kocht sieht aus. Oh Mann, Alter. Nachdem die Nudeln hier alle, beziehungsweise die Spaghetti alle auf den Boden gefallen sind, hat der Dreck sich jetzt rausgekocht. Wir werden jetzt gemütlich hier, der lacht schon, wir werden uns jetzt gemütlich hier die Spaghetti schnappen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, nochmal zum Vulkan hier zu fahren. Der ist ja in Island gerade ausgebrochen. Und mal zu schauen, wie das aussieht. Komplette Touristenattraktion natürlich, gerade bei so schönem Wetter hier. Ich bin mal gespannt, wie lange man hochläuft. Wir sind jetzt gerade hier und müssen... Wahrscheinlich laufen wir am besten hier. Was ein schöner sonniger Tag heute auf Island. Wahnsinn. Deswegen wahrscheinlich auch so viele Touristen hier. Und neben mir jetzt noch der Audi-Fahrer. Was haben wir verloren? Die Motorradfahrer, die sind einfach einen anderen Weg gefahren. Jetzt sind sie wieder weg, aber mal sehen, ob wir sie oben später wieder treffen. Hier jetzt schon ein Stückchen gelaufen. Das hier ist von 20, 21, die Lava. Boah, Wahnsinn. Schaut cool aus. Nice. Der Wanderweg hat aufgehört, jetzt geht's über Stock und Stein. Und man sieht schon da hinten, das ist etwas... raucht. Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. So ein Vulkan ist tatsächlich, ich habe viele Vulkane schon gesehen, aber einer, der spuckt mit Lava, ist was ganz, ganz Neues. Ich bin wirklich, es ist so eine kleine Checklist, die ich machen kann. Der Weg geht weiter, steinig und schwer. Dann sieht man schon jetzt deutlich die Rauchwolke. So, hier jetzt gerade am Vulkan angekommen. Wahnsinn, oder? Wie wunderschön. Ich kann es gar nicht glauben, wie die ganze Lava da... Das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Das sieht aus wie gemalt. Boah, das ist irreal. Das ist wirklich illegal. Wahnsinn, ist das schön. Hier jetzt direkt an der Lava. Einmal in meinem Leben anfassen. Oh, schön. Da vorne sieht man den Vulkan, wie er ja, Lava aussprüht. Boah, das ist ein Tag, einer der schönsten meiner jungen Tage da, glaube ich. Atemberaubend, wirklich. Ich kann es nicht glauben, dass ich das sehen darf. Aber auch viele Touristen hier, ne? Oh, ich bin so weit runtergelaufen. Egal, schön. Sorry. Boah, eine Drohne. Geil, Mann. Free appears. Da muss ich hin. Ob man da. Boah, schon. Süß, einfach geschenkt. La 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 la
Okay, jetzt wird's weird.